Nach wochenlanger Vorankündigung ist es jetzt soweit. Endlich haben die Entwickler das große Hautfarben-Update veröffentlicht, welches ich euch in diesem Video kurz zusammenfassen möchte. Beginnen wir zuerst mit der Neuerung, welche zuerst ins Auge fällt, wenn man das Spiel startet. Die Sims 4 hat mal wieder ein neues Hauptmenü erhalten. Hier stehen jetzt nicht mehr die zahlreichen Packs, sondern Neuerungen rund um die Sims im Vordergrund. Ich war ehrlich gesagt überrascht, dass EA die Erweiterung auf eine neue Seite verlagert hat, nachdem diese vorher ja ungefähr die Hälfte des Platzes eingenommen haben. Wenn wir jetzt aber in den Erstelle einen Sim-Modus wechseln, fällt direkt die nächste Neuerung ins Auge. Der Bereich der Hautfarben wurde komplett überarbeitet. In den vier Kategorien Warm, Neutral und Kalt sowie sonstige Farbtöne für die verschiedenen Kreaturen in die Sims 4 wurden über 100 neue Optionen hinzugefügt. Ebenfalls ist es möglich, jede der einzelnen Farben nochmal im Detail von ihrer Helligkeit abzuändern und diese Option auch als neue Farbalternative abzuspeichern. Ebenfalls beim Make-up verfügen wir über neue Schieberegler, die sich größtenteils bei allen Make-up-Optionen anwenden lassen. Eine Information, die mir vorher noch nicht so bewusst war: mit dem Farbregler kann das Make-up in jede Farboption des Regenbogens eingefärbt werden. Manche schrägen Farboptionen eines Packs können so etwas ausgeglichen werden, aber nicht nur die Farbe, sondern auch die Deckkraft, Sättigung, also die Farbintensität und Helligkeit können hier angepasst werden. Wenn euch ein Farbton mit seinen Einstellungen besonders gut gefällt, ist es ebenfalls möglich, diesen mit einem Klick auf das Plus zu speichern. Als letzte kleine Neuerung wurde die Kinderfrisur links überarbeitet, welche es einmal mit und ohne die feinen Haare vorne gibt. Die Männerfrisur rechts hat ebenfalls eine komplette Überarbeitung erhalten. Viele von euch hatten mit dem letzten größeren Update Probleme mit Abstürzen und Performance-Probleme. Diese wurden schon mit einem vorherigen Update behoben. Unter anderem können eure Sims mit diesem Update aber das Grafiktablett wieder ordnungsgemäß nutzen. Falls ihr auf viele Packs ordentlich sparen wollt, schaut bei Instant Gaming in der Beschreibung vorbei. Ab ins Schneeparadies gibt's hier beispielsweise schon für 23,89 €. Was denkt ihr über dieses Update? Welches Feature sollten die Entwickler als nächstes anpacken? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.